Ja, es ist wieder einmal Winter, es ist wieder einmal Advent, es ist wieder einmal Dezember. Und wenn man so wie wir Best Friends durch die Lande zieht und Weihnachtskonzerte spielt, dann müssen wir natürlich gleich am Anfang die Advent, die Weihnachtstauglichkeit des Publikums überprüfen. Wie macht man das? Natürlich musikalisch. Das geht ganz einfach. Und ich habe ja schon Chorunterstützung hier im Publikum irgendwie ein bisschen fühlen können. Ich singe ein bekanntes Weihnachtslied an und Sie als Publikum ergänzen das. Und an diesem Barometer können wir feststellen, wie sehr Sie schon in Vorweihnachts-, in Weihnachtsstimmung sind. Also beginnen wir mal, bitte, bitte mir zuzuhören, ja, damit man auch genau weiß, welches Lied ich meinen könnte. Achtung, also. Ihr schön, dass die Kinder, die gekommen sind, auch singen, dass die Kinder kommen sollen. Es wäre auch schön, wenn die Erwachsenen, die gekommen sind, gemeinsam mit den Kindern, die gekommen sind, singen, dass die Kinder kommen sollen. Also, ihr Kinder, ja, wunderbar. Das ist sehr gut. Moment, anderes Thema. Draußen, kalt, weiß, leise. A-Publikum, ja. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Subtiler, nicht ganz so klar, vielleicht am Anfang gleich. Süße Dankeschön. 1A-Publikum. 1A-Publikum. Ein harter Test noch. Achtung. Oh. Nein, O Sole Mio. Was bitte? Ja, aber 3 von 4 ist nicht schlecht. Der nächste Slogan ist gleichzeitig der Titel unserer CD, Weihnachten Forever. Hier wollen wir eine Brücke schlagen von dem Österreichischen, das wir singen, hin zum internationalen Weihnachten Forever. Ja, unser Wolfgang hat leider am Anfang geglaubt, es ist eine Widmung für irgendeine Verflossene von uns, hat geglaubt, das heißt Weihnachten für Eva. Ja, heißt natürlich Weihnachten für immer. Habe ihn dann aufgeklärt, dass natürlich Eva und Adam und das Paradies mit Weihnachten nichts zu tun hat. Wiewohl unser Professore an der Privatuniversität vieles, vieles recherchiert. Und er hat herausgefunden, dass Adam und Eva beispielsweise mit Bestimmtheit keine Chinesen waren. Nein? Sonst hätten sie die Schlange gefressen und nicht den Apfel. Das war das Thema damals. Paradies nicht, aber weihnachtlich werden wir mit Weihnachten Forever und mit einem wunderbaren Chor, von den Großen bis hin zu den Kleinen, und es freut uns, dass es so eine Generationsstreuung auch gibt. So ist unsere Musik, unser Programm auch gedacht. Ich sing vor Weihnachten und Sie antworten mit Forever, das wollen wir jetzt einmal testen. Weihnachten! Forever! Sehr gut. Kann jetzt vielleicht einmal nur die Herren über 14... 3, 4, Weihnachten! Forever! Ja, die Damen haben wir eh gehört, das ist wunderbar. Es beginnt gleich mit diesem Slogan und wir steigen ein in unser Titellied.